So, willkommen zurück zu Batman Arkham City. Ja, wir brauchen den Kontrollchip, der in Freeze-Anzug ist. Und ich denke mal, Freeze-Anzug wird in dem größeren Raummuseum sein, wo wir schon gewesen sind. Ich habe nach dem letzten Mal ausgemacht, da sich was anderes angekündigt hat. Und bin jetzt mal gespannt, wo ich jetzt hier anfange. Genau, den Sicherheitsunterbrecher aus dem Anzug von Freeze und seine Waffen sollte aktivieren. Ich weiß auch nicht, wo der ist. Wir haben nicht so einen Zielpunkt hier in der Waffenkammer. Okay, ich glaube, das wird er sein. Das ist also der berühmte Freeze-Anzug. Leider. Was machst du da? Wenn ich weg bin, warten Sie 10 Minuten und bringen das zu Freeze. Er ist dann keine Gefahr. Kein Problem, Batman. Okay, jetzt kann ich, glaube ich, die Waffe ausschalten. Dann wollen wir mal Pinguin stellen. In der Eisberg Lounge. Und ihn quasi hinter Schloss und Riegel bringen. So. Also ich kam jetzt das, was ich denke. Ja, kam es. Ich frage mich, ob der Hai echt ist oder ob der ein falscher Hai ist. Also ein Blechhai. Ach ja, meine Energie ist ja unten. Ach, egal. Willst du es nochmal versuchen, was? Freeze-Unterbrecher funktioniert auf dieser Entfernung nicht. So, ja. Jetzt muss ich nämlich dahinter. Wo ist das Königin, Batman? Ja. Einfach nur schießen lassen. Und dann durch. Stehen bleiben, du Idiot! Hilf mir! Suchst du Streit? Na dann komm! Pinguin ist zu weit weg. Ich muss näher ran. Ich sag dir, das ist mein Revier, Batman. Ach, Mist. Jemand Interesse an einem gebrauchten Batsuit? Das Blut geht sicher ab. Ich frage mich gerade, warum das nicht ging. Oder ich hätte es gerade geschafft. Ich hätte dich für klug. Du kannst dich gewinnen, Batman. So, jetzt aber.
Ich sag, halt still, Batman! Bitte hin! Freeze-Unterbrecher funktioniert auf diese Entfernung nicht. Was? Komm, verdammt! Schieß! Adios, Pinguin. Du bist erledigt, Cobblepot. Nein, entschuldige. Bitte tu mir nicht weh. Ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Ich wollte dir helfen, Batman. Ich hab dir die Gelegenheit gegeben, von hier abzuhauen. Aber nein, du musstest ja den starken Mann markieren. Aber weißt du was? Von hier oben siehst du ganz schön mickrig aus. Oh, nicht traurig sein. Ich habe eine kleine Überraschung für dich da unten. Oh shit, wie ging er denn nochmal? Achso, alleinstens Dingen schnell zünden. Das wird wehtun. Was zum Henker treibst du da? Oh, du willst es wohl nicht anders. Mal sehen, wie viel dieser hässliche Schweinehund einstecken kann. Vergiss es. Oh nein. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Was hast du getan, du Kleiner? Du kannst ihn nicht töten. Das geht nicht.
Siehst du, was kann? Wow, wow, was macht er denn jetzt? Ach so, stehe. Na, das war jetzt ganz blöd. Ich kann diese. Ich komme mit der Schnellzunge nicht klar. So, es wird Zeit zu beenden. Hey! Nur noch du und ich. Fledermaus gegen Vögelchen. Ach ja, auch noch. Das wird wehtun. Das war's, Cobblepot. Wo ist Cobblepot? Oh, sowas. Wen haben wir denn da, Mr. Freya? Es reicht. Freeze, es reicht. Ja, natürlich. Du wirst das, was du getan hast, bereuen. Hast du gehört, Cobblepot? Das Heilmittel, Freeze. Es gibt keins. Was? Lass es mich erklären. Es war leicht, ein Heilmittel für die Krankheit des Clowns zu erschaffen. Bedauerlicherweise zerfällt dieses Heilmittel zu schnell. Es benötigt einen stabilisierenden Bestandteil, irgendein verbessertes Enzym. Ohne das zerfällt es, bevor es seinem Wirt helfen kann. Ich habe das da schon mal gesehen. Die Suche nach einem geeigneten Enzym wäre nicht das einzige Problem. Es müsste angepasst werden, und zwar an die menschliche DNS. So etwas dauert Jahrzehnte. Eine Zeitspanne, die dir sicher nicht zur Verfügung steht. Was ist, wenn ich dir sage, dass es einen Mann gibt, der diesem Enzym seit Jahrhunderten ausgesetzt ist? Wer ist dieser Mann? Sein Name ist Ra's al Ghul. Bring ihn zu mir. Ich brauche eine Blutprobe von ihm. Es ist deine einzige Hoffnung. Ra's al Ghul ist tot. Dann sind der Clown und du dem Untergang geweiht. Nicht zwingend. Es muss mir nur jemand sagen, wo sein Körper ist. Dann kann ich zu ihm und ihn aufwecken. Ketzer! Du bist es nicht würdig, Ra's al Ghuls Namen auszusprechen. Du bist ein Narr, Batman. Du hast deine letzte Hoffnung entkommen lassen.
Nein, Victor. Wenn Ra's al Ghul in Arkham ist, habe ich nun eine Spur, die zu ihm führt. Ja, eine Blutspur. Ich dachte immer, Pinguin sei eine Art Witzfigur. Jetzt nicht mehr. Alles irre. Ich frage mich, was das für ein Typ war, den wir gerade bekämpft haben. Also als Bossfight. Oder ist hier gar nicht drin? Dieser, ich glaube, Solomon Grundy hieß der. Ach, da ist er ja. Vor ein paar Jahren wollte sich der Mörder Harris Gold im Schicksal schlimmer als der Tod geheimnisvolle Kräfte verdammten, die Nummer und habe ich den Grundy zu einem unwirren Kreislauf von Leben und Wiedergeburt. Sein Hunger beraubt nahm er den Namen eines Kinderreims an. Solomon Grundy wurde am Montag getauft, am Dienstag heiratet am Mittwoch. Krank am Donnerstag, schlimmer wurde Freitag, gestorben am Samstag, vielleicht am Sonntag. Das ist das Ende von Solomon Grundy. Okay, der Typ ist mir noch relativ unbekannt. Aber er schien schon mal vorgekommen zu sein. Okay, brauchen die DNA-Spur. Oracle, neuer Plan. Ich verfolge die League of Assassins. Wieso? Was haben die mit all dem zu tun? Oh, eine Sekunde. Geht's um Wrath oder seine Tochter? Pinguin lässt ein Mitglied der League of Assassins im Gefängnis festhalten. Ich kenne das Zeichen. Sie ist ein Mitglied von Talias Elitewache. Ich wusste es. Was ist nur an dieser Frau, dass sie für dich augenblicklich zur wichtigsten Person der Welt wird? Talia ist nicht das Ziel, Barbara. Ich habe Freeze unfertiges Heilmittel hochgeladen. Ich glaube, die Antwort findet sich... in Ra's al Ghuls Blut. Okay, Bruce, ich schätze, du musst ihn suchen. Aber lass dich nicht ablenken. Sie darf dir nicht wieder in die Quere kommen. Okay, Ra's al Ghul. Unbekannt, Nationalterrorist. Farbe grün. Über die frühen Jahre des nahezumtschäppischen Ra's al Ghul, dem Anführer der League of Assassins, das Name Kopf des Dämons bedeutet, ist wenig bekannt. Die Lazarusgruben, mystische und mystische Gebäude, haben ihn jahrhundertelang am Leben gehalten und stets verjüngt. Ra's, der ein brillanter Streber und gleichzeitig ein Organisationsgenie ist, plant, die Erde vor einer ökologischen Zerstörung zu bewahren. Aus diesem Grund einen Großteil seiner Bevölkerung, ihrer Bevölkerung auszulöschen. Er sieht in Batman sowohl einen würdigen Gegner als auch einen möglichen Verbündeten. Batman hat für Ra's dystopische Weltanschauung allerdings nichts übrig, um Batman auf seine Seite zu bringen. Hat Ra's Batman sogar einer wunderschönen Tochter Talia al Ghul verkuppelt. Okay. Ich glaube aber nicht, dass die so scharf darauf ist. Wenn sie schon von Ketzerei spricht. So, wohin führt die Spur? Ich würde hier noch gerne noch vorher die Titanbehälter machen. Ich glaube, drei Stück waren noch übrig, die wir finden mussten. So, es gibt jeweils pro Gebiet Titanbehälter.
ich sehe, haben Sie eine Anfrage zur League of Assassins in den Bat-Computer eingespeist. Oh, und weitere Ausrüstung angefordert. Haben Sie schon über einen größeren Gürtel nachgedacht? Hab ich. Zu schwer. Macht mich langsam. Sag Bescheid, wenn's hier ist. Okay, also das ist unser nächstes Ziel. Kann mich jemand hören? Komm! Ich höre dich. Hier herrscht völliges Chaos. Der Boss ist weg. Was? Wo ist Pinguin? Keine Ahnung, er sagt... Ah, das kann ich mir holen hier. Batman kommt in meine Sammlung. Dann war er plötzlich weg. Zack! Das gefällt mir nicht. Glaubst du, dass er tot ist? Hat Batman ihn umgelegt? Warst du noch mal im Museum? Das Museum ist abgeriegelt. Da haben jetzt diese Drecksbullen das Sagen. Wir hätten sie abknallen sollen. Wie lautet der Plan? Versteck dich, wenn du Jokers Jungs siehst, leg sie um. Ah, was bestimmt. Achso, die Kugel wahrscheinlich durchbefördern. Stimmt, ich muss die Kugel wahrscheinlich durchbefördern. Wahrscheinlich so rausziehen. Ah, verstehe, Geschicklichkeitsrätsel. Wahrscheinlich. Und jetzt? Tja, jetzt ist die Kugel da. Nur, ich krieg die jetzt raus da. Achso, benutzen. Okay, das war jetzt auch ein easy Rätsel. Machen wir noch. Eure Zeit ist jetzt abgelaufen. Two-Face Batman! Du bist tot, Bat. Wir legen dich um. Er hat mich fast getroffen mit seinem blöden Ding. Zeit für die Rente, Batman. Nein, ganz bestimmt nicht. Heute Nacht wirst du sterben. Ich bin mir. Das dauert nicht lang. Wir töten dich. Man muss ganz fix reagieren mit dem Kontern. Hast du Angst, Batman? Mann. Ich hab zwar Dreieck gedrückt, aber egal. Ja. So, weg mit dir.
Dann sehe ich da vorne mal was. Und ein paar Schläger. Oh Mann, er ist. Und tschüss. Gut. Das genügt erstmal. Ich würde sagen, wir machen den Cut rein. Das war's für heute von Batman Arkham City. Beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Bis dann. Tschüss.